Hallo YouTube, hallo liebe Freizeitpark-Fans. Herzlich willkommen zu einem neuen Ride-Check. Heute mit der 2016er Neuheit Galactica in Alton Towers. Hallo YouTube, hallo liebe Freizeitpark-Fans. Herzlich willkommen zu einem neuen Ride-Check hier bei Emmy Pictures Freizeitpark TV. Und heute geht es um eine Neuheit, die eigentlich nicht wirklich eine Neuheit ist. Denn die Achterbahn Galactica steht schon seit 1994 im Freizeitpark Alton Towers. Technisch gesehen handelt es sich dabei um einen sogenannten Flying Coaster. Das bedeutet, dass man nicht wie bei anderen Bahnen üblich auf bzw. unter der Schiene sitzt, sondern einen Großteil der Fahrt liegend unter der Schiene hängt. Hersteller ist die Schweizer Achterbahnfirma Bolliger & Mabillard, kurz B&M. Die Anlage kommt auf eine Schienenhöhe von ca. 20 Meter und das Ganze bei einer Streckenlänge von 840 Metern. Auf diesen erreicht der Zug eine Spitzengeschwindigkeit von ungefähr 75 km/h. Züge gibt es übrigens drei mit jeweils Platz für bis zu 28 Personen. Und damit kommt die gesamte Anlage dann auf eine theoretische Kapazität von 900 Personen pro Stunde. Ja, so viel zur Theorie. Jetzt aber zur Frage, warum eine über 20 Jahre alte Achterbahn denn nun als Neuheit angepriesen wird. Und das Ganze liegt an der sogenannten VR-Technik. Diese führt euch ja während der Fahrt in eine virtuelle Welt und ist halt ein komplett neues Erlebnis, was in den letzten Jahren immer populärer geworden ist und ja eben auch seit Saisonstart 2016 aus dem ehemaligen Flying Coaster eher jetzt Galactica macht. Bevor ich jetzt aber näher auf diese Technik eingehe, kommen wir erstmal so ein bisschen zum Drumherum bzw. auch zur gesamten Story und Thematisierung der Anlage. Ja, wie beim Namen Galactica schon vermuten kann, handelt es sich dabei storytechnisch um eine Bahn, die im Bereich Science Fiction bzw. Weltraum angesiedelt wird. Und das Ganze wird natürlich auch über ein paar Themenobjekte unterstützt. Markanteste Objekte sind da mit Sicherheit zum einen einmal das große Galactica-Logo bzw. der Schriftzug direkt neben dem Eingang zum Wartebereich und auch ein überdimensionales Portal, durch das der Zug dann auch während der Achterbahnfahrt durchfährt. Und ja, Dimension ist auch ein gutes Stichwort, denn eben durch verschiedene Dimensionen soll euch die anschließende Fahrt führen. Aber bevor es soweit ist, ja, was steht da natürlich an? Zuerst mal das Boarding bzw. im Falle von Galactica das Anstehen. Ja, und der Wartebereich startet in der hinteren Ecke der Themenwelt Forbidden Valley und führt an und unter Galactica vorbei in Richtung Innenraum bzw. in Richtung Stationsgebäude. Aber schon nach wenigen Metern gibt es einen ersten kleinen Stopp vor einem Gebäude. Und ja, an dieser Stelle wird die Queue-Line dann in ja, kleinere Gruppen aufgeteilt. Aber was sich genau in diesem Gebäude befindet und warum das Ganze überhaupt passiert, das erkläre ich euch ein bisschen später. Danach geht es dann weiter durch einen Tunnel und einige Meter wieder im Außenbereich in Richtung Station. Ja, und sobald man die dann erreicht hat, geht es noch ein paar Meter abwärts und man wird von großen Videoscreens, Monitoren empfangen und die geben dann alle möglichen Informationen zum anstehenden Flug. Dann geht es weiter und man wird vom Personal auf den Zug eingeteilt. Sprich, freie Sitzwahl hat man an dieser Stelle nicht, aber bei einem VR-Coaster wie Galactica ist das auch nicht wirklich dramatisch, da man ja von der Außenwelt so oder so nichts mitbekommt. Denn, und jetzt fangen wir mal mit dem VR-Bereich an, ihr steigt ein und bekommt von den meist freundlichen Flugbegleitern eine ja vorher noch kurz gereinigte VR-Brille aufgesetzt. Das heißt, es ist so ein schickes Ding, was mit einem Bändchen um euren Kopf geschnallt wird, allerdings auch fest am Zug verankert ist, also keine Sorge, verlieren kann man das erstmal nicht. Und ja, dann hat man die Möglichkeit, sich auf eben diese neue VR-Technik einzustellen bzw. eben in diese neue Welt einzutauchen. Und während man sich eben daran gewöhnt, wird dann auch nach einiger Zeit der Zug bzw. die Sitze in die hängende Position geklappt. Sprich, man ist vorher ganz normal, wie üblich bei Achterbahnen, sitzend eingestiegen und dank eines Klappmechanismus wird der Zug bzw. eben der Sitz dann in die hängende Position gebracht. Und dann geht's auch schon los. Der Zug fährt den Lifthill hinauf, aber davon bekommt man als Passagier natürlich nicht wirklich viel mit, denn man hat ja die VR-Brillen auf. Und da wird halt ein Film bzw. ein Countdown abgespielt, bevor es dann zum Start in andere Welten bzw. Dimensionen geht.
und was danach kommt, lässt sich an dieser Stelle nur schwer beschreiben. Von außen könnte man das Ganze eigentlich grob zusammenfassen. Es geht durch insgesamt zwei Inversionen, eine Helix, durch einen Tunnel, teilweise unter der Schiene hängend, teilweise auf der Schiene liegend. Und ja, da gibt es halt verschiedenste Dinge zu erleben. Aber das Ganze ist ja auf der Feuertechnik und auch da gibt es eben verschiedene Welten, die man durchquert. Seien es Feuerwelten, Eiswelten oder ganz normal der Weltraum. Also da gibt es halt wirklich einen ja, knapp dreiminütigen Ritt durch verschiedenste Dimensionen. Für alle, die darauf keinen Bock haben, die können übrigens auch die Achterbahn selber ohne VR-Technik fahren, sprich ihr müsst diese Brillen nicht zwangsläufig anziehen. Sagt nur kurz dem Mitarbeiter an dieser Stelle Bescheid und die Brille wird wieder schön verpackt und dann könnt ihr das Ganze auch ohne VR-Technik fahren. Aber wie gesagt, nach circa 3 Minuten hat dann alle, egal wen, die wirkliche Realität so oder so wieder eingeholt. Dann geht es nämlich durch den Ausgang mitsamt Shop und ja, allem, was dazugehört. Und wie so oft bei Achterbahnen üblich, könnt ihr euch an dieser Stelle auch ein kleines Erinnerungsstück bzw. Souvenir kaufen. Allerdings wird in den meisten Fällen ja ein Foto während der Achterbahnfahrt gemacht. Aber das macht bei einem VR-Coaster wie Galactica natürlich wenig bis gar keinen Sinn. Denn man hat ja die schicken Brillen auf und ja, wer möchte schon ein Foto von sich haben, wo man sich noch nicht mal selber erkennt, seine Nachbarn nicht erkennt, sondern einfach nur einen schwarzen Balken im Gesicht hat und dafür nachher noch 10 Pfund bezahlt? Das will natürlich keiner. Und an der Stelle kommt dann eben auch das ja eben bereits erwähnte mysteriöse Gebäude in der Warteschlange zum Einsatz. Denn hier wird man halt in kleine Gruppen reingelassen. Da schaut jeder durch ein separates, ja, kleines Guckloch und da wird dann das Foto geschossen, was man dann später kaufen kann. Sprich, ihr müsst nur lächeln, Grimassen schneiden oder sonst was nicht und warten, bis das Vögelchen kommt. Und dann bekommt ihr einen Code ausgedruckt und mit diesem könnt ihr dann halt später im Shop euer persönliches Foto käuflich erwerben. Ja, und damit sind wir dann auch eigentlich schon beim Ende der reinen Fahrt angekommen und auch eigentlich schon mehr oder weniger beim Ende dieses Ridechecks. Aber Moment, eins fehlt natürlich noch. Und zwar mein Fazit. Allerdings will ich das im Falle von Galactica ein bisschen aufteilen, beziehungsweise zwei, wenn nicht sogar drei teilen. Zum einen fange ich mal mit der reinen Fahrt und Optik und Thematisierung an. Ja, Galactica, beziehungsweise früher eher, ist mit 20 Metern Höhe und nur 75 km/h Spitzengeschwindigkeit sicherlich keine Hyper-Highspeed-Achterbahn, aber kann dennoch mit einer sehr, sehr schönen Fahrt, schönen Elementen und auch ja durchaus sehr ruhigen und sanften Fahrt punkten. Und ja, ich denke, die Achterbahn dürfte auch heutzutage nach über 22 Jahren immer noch den meisten Leuten sehr, sehr viel Spaß machen und vielleicht auch beim einen oder anderen für leichte Schwindegefühle sorgen. Die Thematisierung selber kann ich jetzt natürlich nicht mit früher vergleichen, aber auf den ersten Blick und auf das, was ich halt von Fotos oder auch Videos kenne, wirkt das Ganze für mich, ja, wie sage ich es jetzt mal am besten, nach der ganzen Ankündigung, die es halt vorher zu diesem VR-Coaster gab, sprich der erste völlig auf VR eingestellte ja, Coaster weltweit überhaupt, da muss ich sagen, war ich ein bisschen von der Thematisierung enttäuscht. Es gibt zwar, wie gesagt, das große markante Logo direkt neben dem Eingang zum Wartebereich, natürlich auch das große Portal, durch das der Zug durchfährt und auch hier und da noch so ein paar kleinere ja, Themendinge oder auch beim Foto halt so ein ganz kleines bisschen das auf Weltraum getrimmt und so weiter. Aber so richtig kommt der Funke da nicht über. Ganz besonders im Bereich der Station. Da finde ich, ja, da hätte man viel, viel mehr machen können und das Ganze viel, viel mehr auf ja, Weltraumbahnhof, Dimensionsbahnhof oder so trimmen können. Also ich muss sagen, da war ich wirklich ja doch ein wenig enttäuscht. Nichtsdestotrotz ist die Thematisierung durchaus gelungen. Zwar schlicht, aber ja, in so einer Metalloptik und so ein bisschen spacig durchaus gelungen. Aber es soll ja auch Leute geben, die so oder so nicht so sehr auf Thematisierung aus sind. Und da ist das Ganze schon okay. Aber ja, wie gesagt, bei meinem Empfinden für einen VR-Coaster, der ganz besonders eben auch von der Story lebt und die Besucher vielleicht auch schon vorher auf eben diese Story einstellen will, war mir das thematisch dann doch zu wenig, beziehungsweise nicht konsequent genug.
Und trotz aller Kritik an der Thematisierung möchte ich gerade in diesem Bereich eine Sache dann doch hervorheben. Und zwar der Soundtrack der Bahn. Dieser wird ja eigentlich so im kompletten Bereich um Galactica und auch im Innenbereich und auch der Station gespielt. Und ja, das Ganze geht so ein bisschen in so eine Weltraum-Thematik rein. Hat teilweise auch so Anleihen von dem Soundtrack von Tron. Und das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Denn da wird zum ersten Mal so, ja, wirklich der Bogen zur Fahrt gespannt. Und da kommt dann auch wirklich das Feeling von ja, Weltraum und Space und Science Fiction richtig gut rüber. Und dementsprechend hat mir das dann wieder sehr, sehr gut gefallen. Und deswegen möchte ich das auch an dieser Stelle wirklich positiv bewerten und auch in die ja, Bewertung allgemein und in mein Fazit mit einfließen lassen. Und jetzt dann zum zweiten Teil des Fazits. Und auch dieses möchte ich eigentlich wieder zweiteilen. Denn ich persönlich möchte eigentlich gar nicht so viel zur VR-Technik sagen. Denn ich möchte an separater, anderer Stelle hier ein Video online stellen bzw. hochladen, wo ich dann meine Meinung zu VR-Coastern allgemein gebe. Und deswegen möchte ich hier an dieser Stelle da auch nicht zu viel vorwegnehmen, weil sich natürlich einiges dann auch auf Galactica bezieht. Deswegen möchte ich das vielleicht ein bisschen anders machen. Und zwar mein Fazit nicht als mein Fazit wiedergeben, sondern das wiedergeben, was die Leute, die um mich herum im Ausgangsbereich und auch ja so im Bereich von Galactica selber drumherum, was ich da so aufgeschnappt habe an Meinungen über Galactica. Und das ist auch ja irgendwie ein bisschen zweigeteilt gewesen. Da ging es von ganz nett und kann man mal machen, bis hin zu ja absolut überschwänglicher Freude und Begeisterung und das Ganze sei überhaupt gar kein Vergleich zum früheren Flying Coaster Air und jetzt dieser VR-Technik wirklich was völlig Neues und ganz, ganz Tolles und Einmaliges und ja, da gingen die Meinungen doch sehr, sehr stark auseinander und deswegen denke ich auch, eure Meinungen gehen da auch ein Stück weit auseinander. Mich würde auf jeden Fall mal grundsätzlich interessieren, was ihr von VR-Coastern haltet und für den Fall, dass ihr Galactica schon gefahren seid, auch gerne mal was ihr von Galactica selber haltet. Ja, und damit würde ich sagen, höre ich jetzt auch auf. Wie gesagt, noch der kleine Verweis, demnächst wird es dann ein separates Video zu VR-Coastern allgemein auf diesem Kanal geben. Wer das nicht verpassen will, am besten gleich ein Abo dalassen. Und ansonsten, ja, sehen wir uns bald wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch viel, viel Spaß auf YouTube und sage Tschüss, bis zum nächsten Video bei Emmy Pictures Freizeitpark TV.